Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt mit Sicherheit alle mein Video von Montag gesehen, wo ich ziemlich viele Produkte in die Kamera gehalten habe, die meiner Meinung nach ihr Geld nicht wert sind. Und da euch das sehr, sehr gut gefallen hat und ich viel Feedback zu diesen Produkten bekommen habe, zu euren Meinungen, dachte ich mir, okay, nutzen wir die Gelegenheit einfach heute am Freitag nochmal und ich zeige euch Produkte, wo ich der Meinung bin, dass sich der extra Pfennig lohnt. Hier sind also alles Produkte, die natürlich etwas teurer sind. Manche bewegen sich aber auch wirklich in einem akzeptablen Rahmen für das, was es am Ende ist. Wie gesagt, das ist natürlich immer super objektiv und jeder hat ein anderes Verständnis dafür. Ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Aber ich glaube, im Verhältnis zu den Produkten von Montag ist das eigentlich ganz gut, dass ich euch nochmal Alternativen zeige. Ich habe beispielsweise darauf geachtet, dass ich einen ähnlichen Look schminke, aber mit Produkten, die für mich viel, viel besser funktionieren und wo ich weiß, hey, okay, da macht das Ganze für mich persönlich Sinn, einfach noch so ein paar Cent mehr oben mit drauf zu legen. Weil preislich unterscheiden die sich nicht von denen von Montag. Ihr wisst aber, was ich meine und ich glaube, wir können auch mit dem Video starten. Bevor wir das tun, habe ich noch einen Rabattcode für euch von Beautymates. Ihr wisst, ich arbeite ja schon lange mit Beautymates zusammen. Und tatsächlich habe ich mir dieses Mal zwei Produkte ausgesucht, die ich selten in die Kamera halte, weil ich euch immer authentisch die Produkte zeigen möchte zu meiner Situation. Und ich glaube, ihr könnt sehen, ich habe in den letzten 2-3 Wochen extrem schlechte Haut bekommen durch Stress, durch Wetter, durch Essen, durch Sport, durch alles Mögliche. Und der Anti-Pickel-Booster hat extrem gut dabei geholfen, dass die Pickel sehr, sehr schnell wieder zurückgehen. Das ist natürlich keine Magie und der Pickel ist am nächsten Tag komplett weg. Ihr seht hier diese zwei Stellen beispielsweise noch, die waren letzte Woche waren sie da. Ich habe ein bisschen von dem Pickel-Booster raufgegeben. Und konzentriert direkt auf die Stelle und am nächsten Tag war die Wölbung weg. Also eine große Empfehlung, falls ihr zu Pickeln neigt, aber auch vor allem für meine Jungs, wenn ihr beispielsweise nach dem Rasieren Probleme mit Rasierprickelchen habt, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Und jetzt im Sommer ist ja eh so ein bisschen mehr Zeit, um auf sich Acht zu geben. Und deswegen dachte ich mir, packe ich nochmal einen anderen Booster mit rein, den ich auch sehr gerne im Layering-Verfahren anwende. Layering-Verfahren heißt, ihr könnt verschiedene Booster von Beautymates auch untereinander kombinieren. Es gibt das Ganze auch in einem kompletten Set. Das ist dann mit der Hyaluron-Creme Boost. Die habe ich eben schon aufgetragen und ihr seht, wie frisch die Haut aussieht. Nicht so intensiv, wie wenn ich die Liftcreme auftrage. Aber ihr könnt sehen, so ein bisschen Glow kommt durch. Die obere Hautschicht ist komplett mit Feuchtigkeit versorgt und Make-up setzt sich dann nicht so an trockene Stellen. Ihr könnt die Booster gemeinsam in die Creme reinmischen. Ihr könnt sie punktuell anwenden und vor allen Dingen hier der Anti-Pickel-Booster ist wirklich so die Geheimwaffe, wenn ich weiß, okay, ich habe in 3 Tagen habe ich echt was Wichtiges, Anti-Pickel-Booster rauf und 2 Tage später ist das Ding weg. Hilft mir tatsächlich immer sehr und gerade jetzt in den letzten Wochen war das eine super gute Rettung für mich. Hier ist Vitamin B3 und Zink drin, was natürlich auch unterstützt, Pickel schneller abzubauen. Und hier haben wir Vitamin C und Vitamin B3 mit drin. Ich habe einen Code, Maxim, damit könnt ihr 20% sparen. Ich setze euch alle Informationen einmal unten in die Infobox. Schaut super vorbei, tolles Unternehmen hier aus Deutschland und die haben wirklich für jedes Bedürfnis etwas. Es gibt auch einen Produktberater, eine künstliche Intelligenz, habe ich euch alles schon gezeigt. Schaut euch das mal an, es hilft tatsächlich mir sehr gut. Pflege ist im Gesicht, deswegen können wir auch eigentlich direkt mit dem ersten Produkt starten. Und ich hatte ja schon so ein paar Produkte angesprochen in meinem Video vom Montag und erwähnte den Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Das ist so ein Produkt, das nehmen die Leute in verschiedenen Versionen. Entweder als komplette Foundation. Ich zeige euch gleich mal, wie das aussieht, wenn man das nur als Foundation benutzt. Oder als Primer. Oder als Glow von innen heraus. Ihr seht, der ist recht dunkel. Das ist die Farbe 4,5. Gibt viele verschiedene Farben dafür. Was ich damit aber ganz gerne mache, ist, ich nehme einen Pinsel und arbeite mir das Produkt schon mal ein. Ihr könnt das auch in die Foundation reinmischen. Funktioniert mit jeder Foundation. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass dieses Produkt mir die Foundation irgendwie dann zersetzt. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Als Foundation finde ich es persönlich ein bisschen viel. Das ist noch ein Stück mehr als die Glowish Foundation von Huda vom Effekt her. Aber schon recht ähnlich. Hat nicht ganz so viel Deckkraft, diese Pickelmale sind abgedeckt, aber das ist natürlich eine Haut, die, oder ein Glow, der ein bisschen viel ist, selbst für mich. Deswegen gebe ich mir das gerne als Grundlage runter und nehme auch einen Pinsel, mit dem ich meine Foundation gleich einarbeiten möchte. Aber ich glaube, ihr kennt das Produkt mittlerweile. Das ist eins,
Das sind Produkte, die ich nehmen würde, wenn ich ein wichtiges Fotoshooting, einen wichtigen Videodreh habe, wo es nicht um die Produkte geht, sondern um mich. Auf die kann ich mich halt immer verlassen. Sie halten gut, sie haben ein wunderschönes On-Camera-Feeling, also sie sehen in der Kamera immer sehr gut aus. Das ist für viele von euch wahrscheinlich nicht so relevant, es sei denn, ihr seid Nachrichtensprecherin oder Nachrichtensprecher oder ihr macht YouTube und weiß ich nicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sie sehen aber auch im Alltag und im realen Licht sehr, sehr schön aus. Und das trage ich mir hier einfach auf und ihr habt schon mal so eine schöne Grundlage und braucht nicht mehr extrem viel Deckkraft von Foundation. Das heißt, ihr spart euch Produkt mit der Foundation, die meistens ja teurer sind als das hier. Ihr habt so einen Glow, ohne dass es speckig ist. Also das ist kein, ihr braucht da keine Angst zu haben, dass es ölig wird oder dass ihr dann fettig aussieht. Für die Foundation habe ich zwei Alternativen, je nachdem, was ihr mehr mögt. Ich weiß, manche mögen Dior nicht, manche mögen Charlotte Tilbury nicht, deswegen habe ich beide hier. Das ist einmal die Dior Forever Skin Glow. Eine gute, günstige Alternative aus der Drogerie ist die Hyaluron Foundation von Rival de Loop. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfoundations. Eine sehr, sehr leichte Konsistenz, sehr leicht auf der Haut, sehr frisch, ohne dass sie aussieht wie Make-up. Das ist ganz besonders bei dieser Foundation. Wer es ein bisschen mehr mag, da habe ich hier die Airbrush Flawless Foundation von Charlotte Tilbury. Eine meiner hochdeckendsten Foundations. Ich habe hier die Farbe 6. Die ist ein bisschen gelblich. Ich swatche euch einmal kurz. Es geht aber. Deswegen, ich mische gleich beide, dass ihr so ein bisschen was seht. Eine super deckende Foundation. Auch hier vom Finish her eher in das Glow. So ein bisschen frischer. So ein bisschen natürlicher. Ihr könnt sie aber auch aufbauen zu einer Foundation, die unnormal unnatürlich ist. Also wirklich Cake, Cake, Cake Face. Das funktioniert mit der Dior Foundation nicht. Ich mische mir beide. Ich weiß, manche mögen das nicht. Ich persönlich mache das auch bei High-End Foundations immer gerne, weil ich die Deckkraft von der Charlotte Tilbury habe und diesen Glow und diese Leichtigkeit von der Dior Foundation. Ich arbeite mir das ein und ihr seht, ich brauche viel, viel weniger Produkt als sonst. Ich habe hier noch extrem viel auf der Hand und dadurch, dass ich das Produkt eben, diesen Luminizer schon runtergegeben habe, habe ich natürlich schon mal so eine gewisse Deckkraft, die auf der Haut sitzt und ich weniger Foundation brauche, um mein Gesicht auszugleichen. Wie gesagt, ihr könnt da wirklich Cake Face draus machen, 2000, aber ihr habt ein super schönes, natürliches Gefühl auf der Haut. Ich hole euch auch gleich ein Stückchen heran, dass ihr euch das Ergebnis auf meiner Haut selber mal angucken könnt. Geht in den Laden, lasst euch beraten mit den Farben vor allen Dingen. Ich weiß auch, das funktioniert nicht immer. Ich habe auch schon einige Farben, beispielsweise diese hier, gekauft im Laden und die passte nicht. Aber ihr könnt damit einfach die Probleme minimieren. Ich nehme einen Beauty-Schwamm und gehe einfach hier nochmal so ein bisschen rüber, um das alles zu verteilen. Saug nochmal ein bisschen überschüssiges Produkt ab und habe dann wirklich eine ultraschöne, frische, gesunde, glowige Base. Ich bin mal ein Stückchen näher rangekommen, damit ihr das auch ganz gut sehen könnt. Ihr habt eine sehr hohe Deckkraft. Es sieht aber immer noch aus wie Haut. Dadurch, dass wir diesen Luminizer hier drunter haben, gibt das Ganze nochmal diesen. Oh, er hat viel getrunken, weißt du? Dieses. Oi, Mensch, was ist denn mit ihm los hier? Das ist genau das, was ich mag. Beim Concealer ist es so eine Sache. Ich habe. Tatsächlich würde ich. Ist schwierig zu entscheiden. Ich habe hier einmal den Tarte Creamy Radiant, den Creamy Concealer von Tarte und von NARS den Creamy Radiant Concealer. Beide sind recht ähnlich. Der ist ein bisschen mußiger. Da mag ich das Füßchen nicht. Aber das Finish ist toll. Was ich gerne mache, ist, ich gehe erst mit dem dunkleren. Ich hasse Sekunde. Das ist eine Sache, die stört mich massiv. Aber wenn man es rausnimmt, ist es noch schlimmer. Diesen Pömpel hier. So, Pömpel ist einmal raus. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht zu viel benutzt. Der passt tatsächlich farblich perfekt. Das ist die Farbe Medium Tiramisu 1.75. Ihr braucht nicht viel von diesem Concealer. Der kostet natürlich ein bisschen mehr, wie alle Produkte hier, aber meistens ist es so, dass man von den teureren Produkten nicht mehr braucht. Ich mache hier auch bei dem nicht diese extrem großen Dreiecke. Und was ich mit dem unwahrscheinlich gerne mache, ist, wenn ich bei Danny bin beispielsweise, da habe ich ja nicht mein ganzes Make-up, sondern ich nehme immer nur diesen Concealer in der Farbe heller, dann mit zu ihm, mache mir 3 Punkte, 4, 5 Punkte ins Gesicht, nehme ein bisschen Tagespflege. Ich nehme meistens tatsächlich diese hier bei Danny, weil ich sie bei Danny stehen habe, üblicherweise. Und dann verteile ich mir das mit den Fingern. Dann nochmal ein bisschen unter den Augen und arbeite mir das mit einem Finger ein. Und ich sette das nicht. Das sieht
ultra schön aus. Probiert das mal aus, falls ihr den Concealer schon zu Hause habt. Der hat eine extrem hohe Deckkraft. Das ist unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, in so eine leichte Textur so viel Deckkraft reinzukriegen, weil das habe ich tatsächlich bei wenig Concealern, dass sie das schaffen, bei wenig Produkt viel Deckkraft zu haben. Ihr seht, er passt sich super gut an mein Gesicht an. Ich helle das Ganze aber gleich noch mit dem anderen Concealer auf. Der ist nochmal so ein bisschen Feuchtigkeitsspender, dieser hier von Tarte. Es gab ja diesen üblichen, auch der ist ein guter Concealer für ölige Haut. Seid ihr nur so ein bisschen in die trockenere Richtung, Finger weg von dem, kauft euch lieber diesen hier, den Ultra Creamy, der ist ein bisschen heller. Ich gebe mir davon einfach ein bisschen was hier hin, da wo ich es ein bisschen aufgehellt haben möchte. Oh, da war es ein bisschen viel. Auf die Nase. Und dann blende ich mir das hier mit rein, einfach um es ein bisschen aufzuhighlighten. Und dort, wo ich eher zu trockener Haut tendiere, unter den Augen, einfach ein bisschen Feuchtigkeit mit reinzugeben. Der spendet auch tatsächlich den ganzen Tag Feuchtigkeit, muss ich sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich das dann irgendwie komisch absetzt. Und auch der funktioniert eigentlich mit jedem Puder. Okay, jetzt wird es ein bisschen aufregend, denn ich konnte mich tatsächlich bei Setting-Pudern nicht entscheiden. Ich habe hier einmal von Dior das Dior Forever Cushion Powder in der Farbe Lavender. Das ist eine ultra hochwertige Verpackung, so mit so gestepptem Kunstleder. Ihr macht das raus, dann habt ihr einen Spiegel, dann habt ihr hier das Puder. Und das ist ähnlich wie dieses Becker Hydro Mist Puder, aber nicht so kühlend, sondern einfach so ein bisschen frisch. Was ich damit gerne mache, ist, ich nehme ein bisschen was hier auf meinen Pinsel und gehe damit nur ganz leicht schon mal rüber. Ich mache mal zwei verschiedene Seiten, ich habe nämlich noch ein zweites. Und tupfe mir das einfach nur hier rauf. Das hat diesen typischen Dior-Geruch. Das ist ein sehr, sehr leichtes Puder. Also ihr seht, das ist nicht so boom dort, so wie das Huda Beauty Puder, das KKW Puder. Aber durch diese Farbe gibt es der Haut einfach nochmal so ein bisschen mehr Leben zurück. Also auch unter den Augen vor allen Dingen finde ich, das setzt sich das schön mit dem Concealer zusammen an die Haut, ohne dass es irgendwie unschön aussieht. Ihr seht, so ein bisschen Bewegung kommt noch durch. Ein sehr, sehr gutes Puder. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, aber ich habe es euch reingeschrieben. Es lohnt sich. Für keine Experimente, wo ich sage, das funktioniert eigentlich bei jeder Person, die ich kenne, ist das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Puder. Das ist, glaube ich, das fünfte, was ich aufgebraucht habe. Auch das arbeite ich genauso ein, erstmal mit einem fluffigen Pinsel und stempel mir das einfach nur so ein bisschen unter die Augen, über die Haut. Ganz weich. Also das ist nicht wie so ein Puder-Puder, sondern das ist wie so ein frischer Kick und fixiert alles. Also das würde ich auch nicht irgendwie mit einem Mikrofasertool oder so ins Gesicht arbeiten, dann wird es einfach zu viel. Aber ich glaube, ihr könnt sehen, hier ist es so ein bisschen frischer durch das Dior-Puder. Auf der Seite ist es einfach perfektionierter. Gleichen sich beide sehr gut aus. Ihr könnt es tatsächlich auch gut mischen. Und wenn es mal schnell gehen soll, ist das auch sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr fein gemahlen. Das heißt, ihr könnt es in die Handtasche packen und zwischendurch einfach mal zack hier ein bisschen rüber gehen. Das komplette Gesicht ist mattiert. Und das mattiert auch wirklich eine gute Zeit. Jetzt habe ich natürlich eine Sache vergessen, die ich, wie immer, vorher benutzen wollte, ist ein Cream Blush. Und den habe ich hier von Natasha Denona. Ich nehme den jetzt nicht, weil das macht die Base kaputt. Ich wollte es Ihnen aber zeigen. Das ist dieses Duo aus der Valentinstags-Kollektion, das Love Cheek Duo. Ihr habt einen Cream Blush in einem sehr, sehr schönen. Ja, das geht so ein bisschen in die Lachsrichtung. Bisschen Rosé, Korall. Und ein Blush-Topper, ein Highlighter. Schwierig zu beschreiben. Den gebe ich gerne rüber über matte Blushes, die ein bisschen dunkler sind. Ganz zarter Glow, so ein bisschen Gold. Aber je nachdem, wie das Licht einfällt, habt ihr nochmal ein bisschen Farbe mit drin. Nicht so schlimm, dass ich den jetzt nicht genommen habe. Ich wollte euch eigentlich eh diesen hier zeigen. Und der ist eigentlich gar nicht so teuer, finde ich, für das, was es ist. Von der Textur her ähnlich wie die Formulierung von Hatice Schmidt Labs, die Bronzer. Eher nass. Ich habe hier die Farbe Independence. Boom. Pigment ist da. Einfach hier rauf. Ohne dass es. Das war zu viel. Ohne dass es pudrig ist. Also das ist ein sehr frischer Blush, der so ein bisschen nass aussieht. Ihr könnt ihn, also er ist extrem pigmentiert, ne? Ich habe den so ein bisschen unterschätzt gerade. Sehr weich und ihr seht es, ne? Der ist nicht trocken. Also er gibt so ein bisschen Bewegung rein. Er ist ähnlich wie ein gebackenes Produkt, aber auch das nicht so wirklich, weil er so ein bisschen weicher ist. Der Bronzer ist fantastisch, der Highlighter ist fantastisch, die Blushes sind fantastisch aus dieser Skin Glazing Reihe. Ganz, ganz große Empfehlung. Kosten, glaube ich,
20 Euro jeweils. Fantastisch. Und ihr braucht nicht viel. Auch für Bronze habe ich zwei Alternativen, je nachdem, was ihr präferiert. Habe ich hier einmal von Gucci. Das ist eigentlich, Achtung, ganz, ganz wichtig, das ist eigentlich ein Puder fürs Gesicht, aber in der Farbe 11, also für dunklere Haut gedacht. Ich habe mir den damals gekauft, weil es damals noch keinen Bronzer von Gucci gab. Gibt es mittlerweile auch. Die mag ich persönlich aber komischerweise nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist ein Puder und das ist auch nicht so wirklich matt. Wir tragen uns den mal auf der rechten Seite auf. Der hat so einen leichten Glow mit drin, so ein bisschen reflektierend. Und dadurch, dass es eigentlich nur so ein Setting-Puder ist, ist es nicht so pigmentiert und ihr habt nicht das Problem, dass es zu viel Bronzer ist. Das ist oft bei sehr pigmentierten Bronzern, dass man es dann aufs Gesicht gibt und dann sagt so, huh, was ist das denn? Auf der anderen Seite aber auch dieser hier von Glowish, der einer meiner absoluten Lieblingsbronzer. Was mich hier ein bisschen stört, nach einer Weile, dadurch, dass er auch von der Textur her eher nass ist, kriegt er so ein bisschen Hardpan. Ich bin dann vorgestern mit so einem Spoolie einmal rübergegangen, aber auch den gibt es in vielen verschiedenen Farben. Und hier ist Skincare auch noch so ein bisschen mit drin. Mit Paprika, Vitamin C, was ist hier noch drin? Steht hier nicht drauf. Schöne Farbe, schmilzt schön in die Base, vor allen Dingen, wenn ihr die Base nicht gesettet habt, einfach so ein bisschen rüberstempeln und es gibt eurem Gesicht diesen frischen Glow. Ich glaube, ihr seht das, ne? Ich habe viele Puderprodukte benutzt, aber ich habe trotzdem ein Glow von innen durch alle Produkte, die ich benutzt habe. Aber es ist trocken. Verrückt, oder? Jetzt kommen wir aber zu den Augen. Und ihr erinnert euch vielleicht aus dem Video von Montag, da habe ich einen grünen Look geschminkt. Und ich möchte jetzt auch einen grünen Look schminken, aber mit Produkten, die für mich viel, viel besser funktionieren und eigentlich auch immer funktionieren. Und das sind die Lidschatten von Lethal Cosmetics. Ihr könnt sie euch alle einzeln kaufen und auch wirklich dann nur die Farben, die euch interessieren. Ich habe mir alle Farben, die ich von Lethal habe, ich habe, glaube ich, mittlerweile sogar fast alle Lidschatten hier von denen, einfach in Farben sortiert, dass ich einen besseren Überblick habe und habe mir so eine eigene grüne Lidschattenpalette erstellt. Vielleicht habe ich auch bei Lethal einen Code Maxim10 oder Maxim probiert es mal aus, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schöne Palette, sehr pigmentiert, Berliner Unternehmen. Ich war neulich erst bei Ihnen hier vor Ort. Ganz, ganz liebe Leute, ganz, ganz tolles Konzept, hohe Qualität, vegan, cruelty-free. Es wird alles hier in Berlin gemacht und ich bin ganz, ganz großer Fan davon. Ich starte mit diesem Ton hier. Auch der geht so ein bisschen in die Pastellrichtung und erinnert mich tatsächlich auch an die Töne von, Natasha Denona. Aber ihr habt hier einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis super gute Qualität. Ihr könnt sie gut aufbauen. Sie sind sehr anwenderfreundlich, muss ich sagen. Das habe ich bei Natasha Denona nicht unbedingt. Schöne pigmentierte Farbe. Geht so ein bisschen ins Oliv, ein bisschen aufstempeln, ein bisschen verblenden, fertig. Das habe ich selten bei teuren Lidschatten. Ich mische mir dann so ein bisschen von dem Gelb hier einfach oben noch mit rein, um es hier auszublenden. Und auch das seht ihr, ne? Die beiden Farben funktionieren sehr, sehr gut. Und Lethal Cosmetics hat auch eine Vielzahl an Lidschatten mittlerweile, die man gut miteinander kombinieren kann. Es gibt riesengroße Magnetpaletten. Vielleicht habt ihr sowas auch schon zu Hause. Dann könnt ihr einfach die von zu Hause benutzen. Sehr, sehr schöne Texturen. Vor allen Dingen auch die warmen Töne. Die Schimmertöne sind eine Klasse für sich. Würde ich auch tatsächlich gleichstellen mit Natasha Denona. Das Schöne ist aber, ihr könnt euch einfach die Farben raussuchen, wo es sich lohnt, wo ihr sagt, die wollt ihr benutzen. Und das ist halt bei den High-End-Paletten von Natasha Denona nicht so, ne? So wie bei der Triochrome-Palette. Da waren ja auch einige Farben, die ich niemals benutzen würde. Oder wenn du dunkler bist mit deiner Hautfarbe, dann wirst du die Farben auch vermutlich nicht benutzen. Und das ist verschenktes Geld. Hier kannst du dir die Farben aussuchen. Tolles Konzept, tolle Qualität. Zum Verdunkeln gehe ich in diesen Ton hier. Ich habe leider keine Namen, aber ich verlinke euch die Webseite. Ihr stellt euch ja dann eh die Lidschatten selber zusammen. Auch hier, ich benutze einen Blendepinsel, einen synthetischen Blendepinsel, mit dem ich eher einen weicheren Blend hinkriege. Ich möchte jetzt hier nicht so extreme Farben haben. Schaut euch das an. 2 Minuten. Mit meinem Finger gehe ich jetzt hier in dieses Froschgrün. Ach, und gehe hier einfach rüber. Habt ihr so eine Farbe schon mal irgendwo anders gesehen? Fertig. Schaut euch das an. Wunderschön. I love it. Und ich lasse auch den Wimpernkranz unten einmal frei. Ich finde, das passt zu solchen Looks immer ganz gut. Könnte hier noch so ein bisschen rübergehen, alles ein bisschen ausblenden. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich damit sagen wollte. Im Vergleich vor allen Dingen zum Montag. Falls ihr das Video vom Montag nicht gesehen habt, ich verlinke es euch einmal hier in der Ecke. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen und dann versteht ihr, was ich meine. Habe ich? Moment. Ich habe einen lila Look geschminkt, ne? Egal. Trotzdem sehr, sehr schön.
Als Mascara, ich hatte sie Montag schon angesprochen, habe ich hier die Gucci Mascara. Wirklich eine der schönsten Mascaren aus dem High-End-Bereich, wo ich auch wirklich sage, das lohnt sich. Ich muss mir jetzt dringend eine neue kaufen, weil die ist jetzt auch schon zweite, dritte, weiß es gar nicht mehr. Ich bin da so ein bisschen übersensibel und tausche meine Mascaras eigentlich sehr, sehr oft aus. Wahrscheinlich sogar öfter, als ich müsste. Tolles Bürstchen, synthetisches Bürstchen, sehr pointiert oben am Ende. Macht sofort schwarz, greift alle Wimpern und die halten den ganzen Tag. Das ist ähnlich wie die, wie heißt sie, die gerade so gehypt war, die Sky High Mascara. Aber hier habt ihr halt Gewicht, ne? Das ist hier Metall, das ist richtig, richtig schwer, das Ding. Schaut mal, eine Schicht. Fertig. Für meine Lippen benutze ich den Liquid Lipstick von Fenty in der Farbe Uncuffed. Ich liebe das Packaging, ich liebe das Füßchen. Ihr könnt damit super präzise arbeiten. Das Einzige, was ich bei dem nicht ganz so gerne mag, ist, dass er wirklich einen Moment braucht, um runterzutrocknen. Dann hält er aber auch. Und ihr seht es schon auf meinen Lippen, ne? Die sind sehr, sehr weich. Das ist die Qualität, die ich von Kylies neuer Formulierung erwartet hätte. Die ist nicht schlecht, aber das sind wirklich fantastische Liquid Lipsticks. Große, große Empfehlung. Kylie Jenner, I'm sorry. Und das ist der Look mit meinen absoluten Lieblingsprodukten, wo ich der Meinung bin, dass sich das Geld lohnt. Kommt natürlich immer darauf an, was man gerne mag. Natürlich ist hier bestimmt auch ein Produkt dabei, was jemandem von euch nicht gefällt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir wirklich einen sehr, sehr schönen, aussagekräftigen Look damit gemacht. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Ich setze euch alle Produkte unten rein und schaut auch bitte unbedingt bei Beautymates vorbei. Ihr kriegt dort tolle, personalisierte Hautpflege für eure Bedürfnisse. Link ist einmal unten in der Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!